Carlos Gardel arbeitete beim Theater. Er war dort als Statist beschäftigt. Er arbeitete als Statist. Liegen da seine künstlerischen Wurzeln? Er arbeitete dort, wo die ganz Großen auftraten. Kaum hatten die Sänger nach der Aufführung die Bühne verlassen, begann er zur Belustigung seiner Freunde Caruso zu imitieren oder auch die Gesten der Tita Ruffo nachzuahmen. Er bewunderte Caruso. Oh ja, ganz bestimmt. Hatte er denn Gelegenheit, sein großes Vorbild persönlich kennenzulernen? Ja, natürlich. Bat er ihn um Rat? Ja, er bat jeden Sänger, jeden Opernsänger, dem er begegnete, um Ratschläge. Als Caruso Gardel singen hörte, sagte er zu ihm, was für eine Klangfarbe, bewahre dir diese wunderschöne Stimme, bewahre dir dieses Falsett. Der große Caruso war begeistert. Mir wurde schnell klar, dass der Lehrmeister Gardels Enrico Caruso war, wenn auch nur über Schallplattenaufnahmen. Wenn man genau hinhört, und Sie können es sicherlich noch viel besser heraushören als ich, werden Sie es ebenfalls bemerken. Carlos Gardel ist bisher der Einzige, der verstand, worin das Geheimnis um Enrico Caruso Stimme lag. Das ist bislang keinem anderen lyrischen Sänger vergönnt gewesen. Zu dieser Erkenntnis gelangte ich in den mehr als 50 Jahren, in denen ich nun Aufnahmen von lyrischen Sängern und Tangos sammle und in den vielen Stunden, die ich damit verbrachte, mir die Stücke anzuhören. Haben Sie etwas von Caruso? Ja, wir können uns gerne etwas anhören. Wäre das wirklich möglich? Selbstverständlich. Deshalb nannten sie ihn den großen Caruso. Kaum zu glauben, seine Technik ist sehr modern. Leider gibt es heute niemanden, der so singen kann. Ich sage immer, das machte Caruso aus und das Gardel. Erstaunlich, welche moderne Gesangstechnik. Das haben Sie gleich bemerkt. Diese Aufnahmen, ein Genuss, nirgendwo sonst hätte ich sie hören können. Haben Sie bemerkt, wie er die Töne bindet? Alles ist miteinander verbunden, seine Stimme einfach genial. Abgesehen davon sind die Übergänge perfekt spielend. Außerdem lenkt seine Melodieführung den Zuhörer nicht ab. Er zieht ihn vollkommen in seinen Bann. Man könnte fast von einer Art rezitativem Stil sprechen. Ganz typische Merkmale. Genau. Und immer wieder dieses Geräusch. Achten Sie mal darauf, dass dieses Geräusch bei Gardel manchmal während des Atemholens entsteht. Er atmet ein. Er holt so lange Luft, bis seine Lunge zum Bersten gefüllt ist, damit nicht das kleinste Vakuum bleibt und es zu einer Unterbrechung käme. Pause als Beginn eines neuen Satzes und nicht als Ende einer Sequenz. Quel sentinella de mi promessa di amor, ma quieta luce uscita giù la mi, fammi beveda luminosa come un sol, ai che la suerte quiere che te vuelva a ver. E una porteña de mi unico querer, io oigo la queja di un bandoneon, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, flor de mi vida terminale. Bajo tu armario no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. Ventanita de mi calle de arrabal,
donde sonríe una muchacha tan flor. Quiero que nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician mi mirar. En la cortada más valeva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar. Vamos relentando ya ahí, ¿no? Sí, sí. Vamos del 6x4, del compás 9. 6x4, ¿ok? No habrá... El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta y lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho y de mi corazón. Tu amparo, no hay desengaño, vuelan los años del dolor. En caravana los recuerdos pasan, porque espera dulce devoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo ya volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspiro. You're happy, aren't you? Yes, Marcelo. Muy bien, Carlos, muy bien. Así me gusta verte en nuestra ciudad. Ich habe bei Ihnen ein Foto gesehen, das letzte Foto von Gardel vor dem Flugzeugabsturz. Dieses hier. Es wurde in Bogotá gemacht, kurz vor seiner Reise nach Medellin. Das Flugzeug war etwas überladen. Überladen, sagen Sie? Einige meinen, es lag an der Ladung. Man sagt, in der Mitte des Flugzeugs hätte im Gang ein schwerer Vorhang gelegen. Doch dies ist nur eine von vielen Spekulationen um die wahre Ursache des Unglücks. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia
voy dejando volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra se busca y se nombra.